Okay. Ja, David Piso direkt nach dem 1-2 in Chemnitz. Woran hat es gelegen, dass es nicht gereicht hat zu punkten heute? Woran hat es gelegen? Das ist eine gute Frage. Wir haben einfach 2 Tore zu wenig geschossen als Chemnitz und 1 zu viel bekommen vielleicht. Haben viel investiert, aber unterm Strich fahren wir halt mit 0 Punkten nach Hause. In der Anfangsphase, Michael Hohnstetter hat gerade eben gesagt, 300%ige Chancen. Ist das dann auch so ein bisschen schwierig, wenn man weiß, okay, ist es warm? Wir haben eigentlich, sind dran, aber wir kriegen den Ball halt nicht über die Linie? Klar, das ist dann halt, ja, vielleicht das Quäntchen, was dann zu einer Spitzenmannschaft fehlt. Oder dass wir dann auf Platz 3 oder so stehen, dass wir die ersten 2 Dinger oder das erste Ding gleich reinmachen. Dann denke ich, geht es hier anders aus, das Spiel. Vor allem bei den Temperaturen und den Tabellenstand von Chemnitz. Ich denke, dass sie da nicht mehr alles in die Waagschale werfen können. Aber wir haben es nicht gemacht und haben dann so das Gegentor bekommen, müssen dann erstmal im Rückstand hinterherrennen. Ich will auch keinem Schuld geben hier, und, aber trotzdem dürfen solche Sachen einfach nicht passieren. Das ist genauso wie das zweite Gegentor. Es ist so einfach. Ein langer Ball raus und ein Konter. Und ja, die spielen das wie im Trainingsspielchen aus und dann ist er drin. Und ja, im Spiel, wo es für uns um alles geht. Und für die wirklich schon im Urlaub sind, sorry. Also ist auch ein bisschen Wut gerade bei mir bei, muss ich ehrlich sagen. Und ja, gegen Gegner, der wirklich für mich heute nichts zu bieten hatte und klar Qualität hat, aber wie gesagt, schon wirklich für mich wie im Urlaub waren. Und für uns ging es um vieles. Und von daher finde ich es einfach zu wenig, was wir hier geholt haben. Im Endeffekt gar nichts. Und ja, wenigstens am Ende einfach den Punkt mitzunehmen. Da haben wir auch noch das Tor gemacht und auch zweite Halbzeit gut Druck gemacht, gute Gelegenheiten vorne eigentlich gehabt. So, der letzte Pass hat gefehlt vielleicht noch, aber wir haben immer Druck gemacht, haben dann durch Standard noch gutes Tor gemacht. Und ja, für mich einfach den Punkt noch mitzunehmen und den so zu verlieren, ist einfach brutal. Und das werde ich auch nicht verstehen, wie man am Ende das noch verlieren kann. So zwingend die letzte 100%ige Torschuss hat uns vielleicht gefehlt, aber wir haben alles versucht. Klar, wie immer, glaube ich, kann man der Mannschaft überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Jeder hat alles probiert, alles versucht. Aber am Ende des Tages stimmt das Ergebnis nicht. Und es war natürlich schon sehr, sehr enttäuschend heute, sehr brutal. Heute wurde mehr oder weniger abgerechnet. Heute konnte man das, was ein großes Ziel im Endeffekt geworden ist, nicht als Ziel Vorgabe war, aber es wurde während der Saison ein Ziel. Klar hätten wir da gerne drum gespielt. Sind natürlich sehr, sehr enttäuscht, aber. Auf der anderen Seite müssen wir trotzdem, so schwer wie es klingt, weiter positiv bleiben, weil wir spielen noch um den 4. Platz und da ist noch ein Spieltag zu spielen. Der ist noch nicht vorbei. Du hattest selber 1-2 Chancen, bist nicht durchgekommen mit dem Abschluss. Hat es ein bisschen zu lange gedauert oder war es dann eine falsche Entscheidung, dass man vielleicht nochmal hätte aufziehen müssen? Wie siehst du das im Nachhinein? Ja gut, da waren 1-2 Halbchancen, wo ich dann halt nicht richtig, erste Halbzeit, den Ball nicht richtig mitgenommen kriege und nicht zum Abschluss komme. Zweite Halbzeit hatte ich einen Kopfball. Zehntelsekunde, keine Ahnung, fehlt da mit dem Kopf. Ich rutsche leider, kann nur noch vorbeirutschen lassen und treffen nicht voll. Klar, das sind die Momente, die uns dann gut tun würden. Aber ja, leider ist es so, wir haben 2 Gegentore bekommen und haben selber nur 1 gemacht. Aber ihr wolltet schon auch auf Sieg spielen um den Platz 3, der wäre auch möglich gewesen, ja, noch zu erreichen, oder? Klar, ein Punkt, wäre jetzt unterm Strich, hilfreich gewesen, aber wir wollten dann auf Sieg spielen und haben dann vielleicht zu viel gewollt, weiß ich nicht, und haben dann das zweite Gegentor bekommen. Dann ist es natürlich ganz schwer, nochmal 5 Minuten oder 8 Minuten vor Schluss zurückzukommen. Und wie es jetzt unterm Strich am besten gewesen wäre, kann ich nicht sagen und ist mir jetzt im Endeffekt auch erstmal egal. Das ist eh eine Hätte-Hätte-Fahrradkette-Diskussion. Sag mir noch kurz, du hast eine Diskussion gehabt mit Massimo Anatelli, als der eine Spieler so von der linken Seite reingezogen ist, also von der Chemnitzer linken Seite über unsere rechte Seite. Was war da los? Ja, war einfach eine Unstimmigkeit, aber das kommt vor allem im Spiel und müssen wir nochmal drüber sprechen, aber es sah schlimmer aus, als es war. Ja, ich finde halt, wir hätten den Punkt mitnehmen sollen und nicht mehr aufs zweite Tor spielen sollen. Und ich habe es nachher auch mitgekriegt, irgendwie, dass die einen meinten, aufs zweite Tor spielen. Die einen anderen wollten es anders irgendwie, also irgendwie Missverständnis. Keine Ahnung. Also für mich, ich finde einfach, dass es wichtig gewesen wäre, den Punkt mitzunehmen, anstatt auf die 3 Punkte zu gehen, weil im Endeffekt haben alle irgendwie auf den 3. Platz geschaut, was für mich Fehler war. Und weil klar, natürlich hat man es immer im Kopf gehabt, auf dem Platz noch alles raus. Und es kann auch in Würzburg alles passieren, dass auf einmal in 90 Minuten das 2-1 kriegen. Um Platz 4 zu holen, was auch enorm wichtig ist hier für den Verein, wäre der Punkt auch nochmal wertvoll gewesen. Von daher, ja,
ist es so in die Hose gegangen mit dem 2-1 und ist schade halt. Wie gesagt, der Punkt wäre nochmal richtig wertvoll gewesen, auch hier. Und ich denke, in Chemnitz einen Punkt zu holen, ist auch nicht verkehrt. Was wir entscheiden auf dem Platz, trägt der Trainer mit. Was der Trainer entscheidet, tragen wir mit. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel, gar keine Diskussion. Ich persönlich hatte auch das Gefühl, wir spielen hier auf Sieg, wir waren dran. Von Chemnitz kam nicht mehr viel, außer die Konter, die wir eigentlich leider bis zum Gegentor sehr, sehr gut abgefangen haben. Ob es damit ein Foul war oder souverän abgelaufen. In der einen Situation, klar, hat man den Klassiker vom Gegner gesehen und dann machen sie es relativ souverän, aber an der taktischen Ausrichtung oder sonst was gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Wir wollten hier gewinnen. Letzte Frage, wie schwer fällt es jetzt, sich zu motivieren nochmal fürs letzte Spiel? Weil vorbei ist es ja noch nicht. Ja, jetzt kurz nach dem Spiel ist halt, ist einfach nur Enttäuschung. Motivation ist jetzt was anderes. Also natürlich wird man wieder motiviert sein vor dem Spiel, aber jetzt braucht man erstmal, ich denke, ich brauche auch mal 2-3 Tage so jetzt, einfach mal, um das zu verarbeiten, weil schon viel war jetzt letzten Wochen und wie gesagt, heute, das war nochmal das i-Tüpfelchen für mich jetzt auch persönlich und ich bin riesig enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, also, weil man hat geträumt und es war eigentlich alles möglich heute, wenn man überlegt hat, wirklich, also, dass wieder alle für uns gespielt haben und hier eigentlich alles möglich war und das so aus der Hand nimmst also, oder gibst, ja, ist traurig. Aber ich bin richtig enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Also. Natürlich, wenn man die Chance hat, nochmal 2 Spieltage vor Schluss oben anzugreifen, hat man natürlich Hoffnung, aber wir haben es heute nicht heute verspielt, sondern die letzten 8 Wochen, weil wir einfach unterm Strich zu wenig gebracht haben. Uns hilft nur noch ein Sieg. Kann man hoffen, dass Würzburg dort relativ wettbewerbsfähig dort das nicht laufen lässt, sondern dort ordentlich ins Spiel geht. Aber das können wir sowieso nicht beeinflussen. Wir können nur unser Spiel beeinflussen und danach dürfen wir uns keinen Vorwurf machen nach den 90 Minuten gegen Köln. Wir müssen erstmal unsere Arbeit erledigen. Aber ich glaube, es wurde jetzt schon ein paar Mal gesagt. Wir haben leider es auch nicht heute oder letzte Woche weggehen, sondern es waren einfach die letzten Wochen, wo wir von den Punkten her zumindest nachgelassen haben. Alles klar, danke dir. Heute nachher, ja.